Hello, my friends, and welcome to Splatoon 2 Global Testfire. Ja, und wir fangen direkt an mit dem Kleckser, das neueste Modell der Waffe, die für den Revierkampf steht wie keine andere. Drücke ZR, um einen Tinten-Self abzufeuern. Ideal für Anfänger und auch für Veteranen. So, ich war noch gar nicht wirklich bereit, euch irgendwie zu sagen oder so. Es ist 4 Uhr morgens am Samstag. Ich habe am Freitag aufgenommen, aber ich musste feststellen, dass mein Programm nicht aufgenommen hat. Also es hat aufgenommen, aber der Ingame-Sound war nicht da. Und ich weiß, woran es gelegen hat, weil ich meine Kopfhörer jetzt umstecken musste, weil es hat einfach nicht aufgenommen, wo ich es woanders reingesteckt hatte. So, mit dem Kleckser war ich eigentlich relativ gut. Ich habe im Part gesagt, dass die Steuerung ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang ist. Ich glaube, jetzt bin ich aber wirklich ein bisschen mehr reingekommen. Aber bei manchen Waffen merkt man deutlich, wie die Steuerung anders ist. Und, ja, diese Waffe hat meine wunderschönen Instabomben. Ich dachte, es gibt die nicht mehr, aber es gibt diese Instabomben hier bei dieser schönen Waffe. Ich mag nur diese Spezialwaffe hier bei dieser Waffe und den Splashdown, weil die anderen beiden Spezialwaffen, die es bei den anderen Waffen gibt, die wir dann zusammen noch sehen werden, sind überhaupt nicht meins. Nicht mein Kumpel hier, den will ich umbringen. ich hatte im dritten Match, glaube ich, hatte ich in der letzten Runde 17-0. Ich weiß nicht, ich habe noch die Aufnahmen, glaube ich. Aber ich denke mal nicht, dass ihr ohne Ingame-Sound die Folgen sehen wollt. Ich meine, es ist ein wenig langweilig sonst. Ich will auch jetzt nicht hier so rumbrüllen und dann hier rumschreien. Weil, ja, welche schlafen noch? Ich musste mit meiner Mutter um 3:45 quasi. Sie muss eben 4:30 aufstehen. Aber ich habe gesagt, hey, kannst du bitte mit um 4:45 bitte aufstehen oder so. Weil sie muss immer ganz kurz in mein Zimmer und so. Aber das ist für sie eigentlich gar kein Problem. Dafür habe ich sie was anderes noch versprochen. Ich meine, das muss ja nicht sein. So. Das war schön. So. Nee. Ah, der war gut, der war gut. Der war gut. Da war ich ein bisschen gierig, muss man sagen. Der Kleckser gefällt mir wirklich gut, sowohl von der Sub, als auch von auch der Spezialwaffe ist ganz gut. Aber wenn da 3 Leute sind, ne? Was willst du da machen? Ich muss sagen, die Sniper ist ganz gut. Ich glaube, die hat sich eingespielt. Deswegen, am Freitag war es natürlich ganz geil, wo man da schon Neuling begegnet ist. Also ich habe mich eigentlich ganz gut reingefunden. Ja, was soll ich da jetzt machen, bitte? Ich wollte erstmal die Kack-Sniper einfach mal umbringen. Deswegen war das noch einfacher, dort zu gewinnen. Aber ich denke schon, dass jetzt einige Leute Pro-Spieler sind. Deswegen nehme ich jetzt ganz schnell die 4 Parts wieder auf. Damit ihr schon jetzt diesen Samstag schon einen Part habt. Und wir hatten einen Disconnect. Toll. Also ganz lagfrei ist das hier noch nicht, habe ich gestern festgestellt, und manchmal bricht die Verbindung ab. Und ich bin ein Boy schon wieder. Toll. Also ich bin es nicht wirklich gewohnt, früh aufzunehmen. Ich meine, vom Sprechen her, denke ich mal, höre ich mich ein wenig anders an und bin ein wenig anders. Weil irgendwie mein Hals ist komisch. Ich meine, sonst würde ich jetzt noch am Wochenende, ja, über 4 Stunden jetzt noch pennen. aber hey. Wirklich, dieser Kleckser gefällt mir relativ gut. Ich habe davor ein Tutorial gespielt, habe das eigentlich auch aufgenommen, aber hey. Das kommt jetzt nicht immer, weil ich jetzt, und ich habe keinen Bock, jetzt einen neuen Nutzer zu erstellen und dann zu verknüpfen oder so ein Kack. Ich denke mal. Lappen. Hier. Man muss aber in so einem Visier sein. Also man muss schon welche. Das
es muss so einen groben, man hat so einen groben Ziel, so einen Zielraum, wo man reinschießen kann. Also diese Spezialwaffe, wo die hinfliegen soll auf den Gegner. Aber nicht komplett eine Map oder so. Kleine Kacksau. So, die hat die Spezialwaffe gezündet, aber ich habe ihn schnell umgebracht. Oh Gott. Also, die Waffen an sich sind ganz okay, aber ich mag halt zwei Spezialwaffen nicht. Also zwei Waffen sind okay, aber die Spezialwaffen sind halt schon scheiße. Freie Kills für mich. Damit ihr alle schon mal wisst, ihr dürft nicht jumpen. Ich meine, ich jump jetzt auch nicht so viel, weil die Maps sind nicht so groß, dass man jetzt jumpen muss. Meins. Dann ist das der meins. Ha. Machen wir das so, okay. So, und jetzt rasieren wir mal so ein wenig. Seht ihr diesen komischen Zeitraum? Und dann kann man hier abschießen. Man kann also noch ein bisschen warten sogar. Lass mich. Ne? Man sollte auch nicht so gierig sein, weil das ist ein wenig nicht gut. Das ist echt nicht gut. Bei der Kleckser, mit dem Kleckser bin ich echt gut eigentlich. Normal. Also nicht unbedingt so gut, aber es könnte besser sein. Und der High Ground. Da hat ein Hit gefehlt. So passiert's, wenn man gierig ist, aber wir gewinnen dafür das hier. Also am Anfang musste ich mich echt reingewöhnen in die Steuerung. Das ist ein wenig, das ist wirklich, da müsst ihr euch wirklich umgewöhnen, weil das ist teilweise echt ein bisschen konfuser. Willst du mich verarschen? Mann! Ich komme so raus. Jetzt sag nicht, wie viel den Scheiß noch, weil ich jetzt die ganze Zeit gestorben bin, mein Team so behindert ist, das umzufärben. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Ja, ich will noch einen Kill. Ich will noch einen Kill, habe ich gesagt. Nein, nein. Nein, dafür sterbe ich nochmal, weil ich dann halt so gierig bin. Mann, das sollte ich lassen. Mann, beim ersten Mal spielen war ich besser, weil da noch Noobs waren. Und es ist 4 Uhr fucking morgens. Das ist echt Hammer. Die Verbindung wurde unterbrochen. Geil. Also ich bin ein bisschen confused. Ich muss halt immer jetzt die Runden mitzählen. 3 Runden pro Waffe. Und danach werde ich immer willlos irgendwie eine Waffe wählen oder die ganze Zeit nur eine Waffe spielen, die ich Bock habe. Damit ich viele Aufnahmen machen kann. Auf jeden Fall nehme ich das jetzt hier im Stück auf, deswegen muss ich ein bisschen mitzählen. Aber wenn mal eine Runde fehlt, dann ist auch egal. Lol. Von der Map her, sie ist nicht ganz groß. Also wir können ja hier mal sehen, es ist nicht so groß, dass wir jetzt hier ja, jumpen müssen eigentlich. Deswegen ist das eigentlich ein bisschen irrelevant. Hey, du kleiner Sack da. Hallo? Wieder so wegrennt. Was für ein Sack. Okay, der wurde gerade schon an Roller vernichtet. Irgendeine Sacksau war da doch. Und diese Teile hier, die verstehe ich immer noch nicht, ob man die lenken kann oder nicht. Ach, die explodieren am Ende. Das ist mir noch nie wirklich aufgefallen. Nein! Ich war natürlich mitten auf dem Podest, muss man sagen. Da hätte ich wohl woanders hingehen müssen, weil man kann sich da nicht bewegen. Man ist ein leichtes Ziel und kann umgebracht werden. Ich meine, ich will nicht unbedingt gewinnen hier in diesem Kack. So, diesmal bringe ich dich um. Man weiß, wie das ist. Das ist genau denselben Fehler gemacht. Lul. So, das ist ein bekackter Roller. Holy shit. Hey, lass mir den doch. Ja, genau, wie gesagt, diese Spezialwaffe mit dem Blaster, den mag ich auch nicht, weil ich sie kann. Es ist so schwierig, damit zu aimen. Das ist richtig schwierig. Willst du mich verarschen? Wie schnell war ich denn da bitte jetzt tot? Hallo? Ich dachte, direkt so auf mich geschossen hat, der Arsch. Was für ein kleines... Ey. Wo bist du, du Sack? Hm? Bist du schon wieder gestorben, oder was? Nee, ist er nicht.
Ich wollte hier campen. Ich wollte hier ein bisschen gucken. Du Sacksau. Hier, in deine Fresse. Dann weißt du, wie das ist. Das stinkt mir hier ein wenig. Genau deshalb. Geh mal weg. Hör auf, das zu färben hier. Wo sind wir hier bitte? So, das geht schön auf den Arsch da. Tschüss. Nur eine Instabombe reicht, um ihn noch zu töten. Mir benützt einfach nichts. Lass mich den umbringen. Du Arsch. Ich wollte diesen fliegenden Arsch da umbringen. Ich hasse das. Das ist wie bei Splatoon 1. Gibt es irgendwelche, die disconnecten? Oder es gibt welche Leute, die sich immer in Kämpfen einmischen. Verpiss dich. Haben wir das denn wenigstens gewonnen? Wenn wir das jetzt auch verloren haben, gehe ich hart kotzen. Sieht, schlecht. Wow. Weil wir haben da unten so ein wenig nicht gefärbt, deswegen ist das knapp geworden. Richtig. Lull. Aber trotzdem gut für den Anfang und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder von Splatoon 2 Global Testfire. Bis bald.